Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt ja im Hadith vorkommt, Ad-Din und Nasiha. Der Din ist ein aufrichtiger Ratschlag. Und wisst ihr, was ein Nasiha eigentlich bedeutet? Dieses Wort, was immer, ich habe es jetzt mal so übersetzt, wie es gängig übersetzt wird, aufrichtiger Ratschlag. Aber das Wort Al-Nasiha bedeutet eigentlich, wie Al-Khattabi rahimahullah sagte, er sagte, Iradatul Khairi lil Ghair. Das ist die Al-Nasiha. Das muss nicht immer ein mündlicher Ratschlag sein, wie man aus diesem Wort Übersetzung versteht. Aufrichtiger Ratschlag, das heißt etwas Mündliches. Aber das Wort Al-Nasiha bedeutet, Gutes für den anderen zu wollen. Gutes für den anderen zu wollen oder das Beste für den anderen zu wollen. Und guter Ratschlag, diese Übersetzung finde ich, passt in den Kontext des Hadiths gar nicht. Wisst ihr warum? Der Prophet wurde dann gefragt, für wen denn? Also für wen gilt die Nasiha? Guter Ratschlag. Er sagt, Lillah. Für Allah. Was gibst du für einen mündlichen guten Ratschlag an Allah? Für seinen Gesandten. Hier auch wieder die Frage, was für einen mündlichen Ratschlag gibst du dem Gesandten Allahs? Und für die A'imma der Muslime und für die Allgemeinheit der Muslime und für das Buch Allahs. Alle sind betroffen von der Nasiha. Aber die Nasiha bedeutet hier, das Beste zu wollen für eine Sache. Was heißt dann die Nasiha für das Buch Allahs? Die Nasiha für das Buch Allahs bedeutet dann beispielsweise, dass du möchtest, dass die Menschen daran glauben, dass sie daran halten, dass sie ihn umsetzen, dass sie danach leben. Die Nasiha für die Muslime beinhaltet unter anderem den mündlichen Ratschlag. Die Nasiha für die Muslime beinhaltet es, dass du möchtest, dass sie auf dem richtigen Pfad sind, dass sie ein Leben durchleben, das für sie nützlich sein wird, nicht nachträglich.